Mit L.A. Noire schaffen Team Bondi und Rockstar Games einen einzigartigen Crime-Thriller, der die Arbeit als Detective während der goldenen Jahre Hollywoods beleuchtet. Der schillerndsten und gnadenlosesten Zeit in der Geschichte L.A.s. LAPD, could you stand clear of the body, please? Echte Kriminalfälle dienten als Vorbild für ein Spiel, in dem es gilt, Verbrechen und Verschwörungen in einem bis ins kleinste Detail nachgebildeten Los Angeles aufzuklären. ...1947. Noch gibt es keine Freeways. Alkohol, Jazz und Korruption prägen die Stadt. Das Spiel kombiniert klassische Action-Elemente wie Schießereien... Put down your weapons! The bank is surrounded! ...mit Ermittlungsarbeit und Verhören. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near a purse. Kombinationsgabe ist ebenso wichtig wie Geschick bei Kämpfen. Und bei Verfolgungen. Hold it right there! Du spielst Cole Phelps, Kriegsveteran und angehender Cop, dem ein dunkles Kapitel aus dem Zweiten Weltkrieg nachhängt. You look spooked, Phelps. It never gets any easier, Bukowski. Phelps beginnt seine Laufbahn beim LAPD als Streifenpolizist. Es folgen Verkehrsdezernat, Mordkommission, die Sitte und Brandstiftung. Statt aus Missionen besteht jede Abteilung aus in sich geschlossenen Fällen. Gelöste Fälle stellen Phelps vor neue Herausforderungen und bringen ihn näher an das dunkle Herz der Unterwelt von Los Angeles. You're a warm, tough guy. You should learn to take a hint. Jeder Fall besteht aus mehreren Elementen. Es gilt, Tatorte zu untersuchen, Zeugen zu vernehmen, the wallet by the car. Was there anything in it? Schlüsselpersonen aufzuspüren und zu verhören. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. Der Spieler muss auf das Verhalten von Verdächtigen und Zeugen achten, um Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. You're lying, Miss Coletta. He threw the gun in a bin. Schätzt man einen Zeugen richtig ein oder konfrontiert ihn mit den richtigen Beweisen, erhält man neue Hinweise und Anhaltspunkte. You deny owning a pistol. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. Die Grundlage bildet die Motion Scan Technologie, mit der Schauspieler eingescannt werden. Do I have any choice? No. You don't. Motion Scan nutzt 32 HD Kameras, um Gesichter zu erfassen und jedes Detail in der Mimik des Darstellers ins Spiel zu übertragen. Ein verräterisches Blinzeln, ein Lächeln oder ein Anflug von Wut. Leroy Sabo, you're under arrest. In L.A. Noire entscheiden Kombinationsgabe und Menschenkenntnis. Jesus, we got him. Fall gelöst? Get out of my sight. Oder Fehlschlag. Die packende Mischung aus Action und Ermittlungsarbeit durchbricht Genregrenzen und schafft einen einzigartigen und fesselnden Thriller, der den Spieler in das Los Angeles der 40er Jahre eintauchen lässt. This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth.